Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Electrocraft in der Staffel 2. Jo, es geht mal weiter. Dieses Mal ist jetzt die Folge 005 und das erste, was ich mache, ist mich ins Bett zu legen und auf den normalen Chat zu klicken. Und ja. Was wir in der letzten Folge gemacht haben, wir gehen ganz schnell runter, das war nämlich unterirdisch und oberirdisch, kann man gleich mal zeigen. Wir haben diesen Tunnel gebaut und den Pump, also den Schläuchen, Kabel, Rohre, Raum erweitert und das Dach fertig gemacht. Das war in der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Folge, die ich so veröffentlicht habe, denn wir hatten noch eine gehabt, da wollten wir die Segmill machen. Dafür brauchten wir aber Kupfer, den wir nicht haben. Also hierfür brauchten wir so einen Kupferbarren. Hatten wir halt nicht und deswegen wollten wir für ein Tor gehen. Wir hatten schon die Eisengitter gecraftet, den Feuerstein hatten wir auch schon und dann die Kolben auch und das ganze Programm. Aber es fehlte uns Kupfer. So, und das ist ein riesiges Problem. Den Kupfer können wir nicht wirklich legal so bekommen. Das heißt es auch nicht, dass wir uns den irgendwie ercheaten müssen. Das heißt es auch nicht. Es ist so. Stellt euch das vor. Tekkit Minecraft Electrocraft Staffel 1. Die Version von Terminal Expansion und so weiter und so fort ist in diesem Modpack beinhaltet. Das heißt auch die ganzen Erze, die auch hier vorkommen. Warum man Stufe ist, keine Ahnung. So, weiter geht's. Neues Projekt, Staffel 2, der 1.7.10 Pack, andere Version von Terminal Expansion. Nicht nur, dass es auf der 1.7.10 ist, sondern auch eine andere Version, zum Beispiel mehr Blöcke, andere Erze und halt andere Crafting-Rezepte oder irgendwas, so die Richtung. Und das Problem ist jetzt dabei, dass die Erze nicht ersetzt werden. Das heißt, die Erze werden nicht dort ersetzt, wo eigentlich früher auch Erze waren. Das ist nicht so. Ich crafte mir in der Zwischenzeit mal eine Tür, weil sonst würde ich es halt nicht machen, aber jetzt geht es halt. Das ist nicht so. Deswegen nimmt die Engine, also die Jar, also Minecraft Jar, verwendet dafür was anderes. Denn die macht das so, die ist ziemlich schlau, die rendert eine neue Welt, also da, wo du noch nie warst, da, wo noch nie die Chunks geladen wurden. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf eine Welt joinst, eine ganz frische Welt, dann lädt er nur die Umgebung von dir. Nicht die komplette Welt, weil sonst würdest du da Jahre brauchen, um das alles zu rendern. Und dann, bis die Welt komplett fertig erstellt ist. Denn es gibt über 20 Milliarden Blöcke in jede Richtung. Und das ist schon ein bisschen Zeug, ne? Und das ist halt so, in dem, bei den Erzen auch. Du nimmst eine neue Welt, die noch nicht angefasst wurde. Und dort werden dann alle Befehle und Erze, Blöcke, alle eingesetzt, die nicht in der alten Welt waren, die noch nicht geladen wurden, also doch die noch nicht berechnet wurden. Was eigentlich total richtig ist. Das ist total richtig. Total. Und das ist halt das Problem bei Weltkopierung von einem anderen Modpack. So, deswegen müssen wir, habe ich jetzt schon gemacht, ein bisschen weit weg. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir jetzt einen Punkt ausgesucht. Das haben wir Mine gemeint. Und da kann ich euch auch gleich auch erklären, was ich meine. So, bevor wir losgehen, mache ich mich auf eine Höhlentour bereit. Also Schere brauche ich nicht. Hälfte des Eisens brauche ich nicht. Werkbank brauche ich. Axt brauche ich nicht. Ich brauche Stöcke, eine Menge. Eisen natürlich, Kohle, ganz klar. Und Holz haben wir auch noch genug. Also das sollte schon reichen. Ich mache mir mal vorsichtshalber nochmal eine Spitzhacke. Das heißt also, wir müssen, um Erze zu farmen, in eine andere Welt sozusagen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen viel weiter weggehen. So, das haben wir jetzt auch schon gemacht. Das machen wir jetzt auch wieder. M, Wegpunkte, hier zu teleportieren. So.
Und hier ist schon ein Beispiel. Hier ist übrigens auch ein Dschungel. Da habe ich, das war Zufall. Und sehe einer an. Hier ist Kupfererz. So, können wir das direkt mal abbauen. Und ihr seht. Ja, gut. Hier sind jetzt die Erze. So, übrigens ist hier ein Junkfehler, Alter. Okay. So, das war nur ein Beispiel. In der Nähe sind wahrscheinlich noch andere Erze. Kohle ist hier natürlich hier auch, ganz klar. Ist ja Standard. Da ist schon wieder Kupfer. Also ihr seht, das ist ganz normal hier. Da steht auch Terminal Foundation. Früher gab es ja nur Expansion. Jetzt wurde es ja in verschiedene Partitionen unterteilt. Von der Mod selbst. Da hinten ist... Lol, was ist das denn? Ist das irgendwie so ein Kingfisch oder wie? Seht ihr das? Dieses rote Zeichen. Ach, das ist ein Hut. Ah, okay. Guck, da oben ist auch nochmal von Tomcraft. Wasserscherben müssten das sein. Und Gummibäume. Tja, das ist alles hier. Und deswegen wollte ich halt unbedingt hier hin. Denn hier können wir jetzt in Ruhe farmen. Und wirklich auch Erze finden. Nämlich war hier noch eine Schlucht. Die habe ich jetzt. Guckt mal da unten. Da ist Silber, da ist Hyalurit. Und ja. Alles, was man halt braucht. Und hier unten ist gerade noch Lava. Ich suche mal ein Stück mit Wasser. Vielleicht können wir uns hier runtergraben. Dann übernehmen wir sozusagen die das Wasser. Das wird, nee, das wird nicht klappen, das dauert zu lange. Also sonst würde das Wasser, das Wasser automatisch zu uns noch darunter fließen. Dann könnten wir einfach ganz easy darunter. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Es sei denn, ich bin nicht geizig, mache mir schnell einen Eimer. Denn Eisen können wir auf dem Weg ja genug finden. Dann können wir uns hiervon dann Wasser holen. Aus immer mal einen Eimer. Lol. Okay. Den mache ich mal übrigens zum Table. Das ist praktischer. So. Table, das kommt mal weg. Ach, das sind Schweine. Hallo. Ich glaube, die soll ich mitnehmen, oder? Oder ist ich auf die Weg? Ich habe keine Ahnung, welches Spielmodus wir eigentlich spielen. Ich habe aber gar kein Essen mit, ne? Ach, hier ist Zuckerrohr, nice. Mir ist das aufgefallen. Wir haben zu Hause sogar noch was, aber ja gut. So, was war hier nochmal? Kann mich nicht dran erinnern. Genau, wir haben jetzt hier Wasser, ne? Und jetzt gehen wir die Schlucht runter. Ohne Angst zu haben. So, muss aber mal an die Wand hier, ne? Oder machen wir... Ja, nice, MLG, so muss das sein. So, und wir brauchen natürlich noch die restlichen Erze, die wir sonst auch brauchen. Und was es hier noch gibt, ab der 1.7.10 ist es, glaube ich, eine Mod, nämlich Dance Ores. Da kommen manchmal sogar mehrere Erze aus einem Block raus. Da habe ich gerade jetzt zum Beispiel 3 Eisenerze aus einem Block bekommen. Und das ist halt aus diesen, bei diesen verschiedenen Sachen. Bei Kohle gibt es das auch. Seht ihr hier, ich baue gerade die Kohle ab, und hier sind 3 rausgekommen, ne? Das ist schon ziemlich cool und auch ziemlich, ja, praktisch. Und ich werde natürlich diese Mining Turtle, die wir uns machen werden, natürlich auch hier aufstellen. Nur ich möchte jetzt lieber zuerst, erstmal ein bisschen selber graben, weil, kommt schon Leute, wir haben genug Zeit, ist alles easy. Ich meine, die Erze können wir später ja noch verdoppeln, dann haben wir noch das Doppelte. Weil die Sackmill macht da genau das. Ist sogar noch billiger als der Pulverizer. Habt ihr gerade gesehen, dass SAG immer angeht. Und habt ihr die schon. Ich meine, 4 Eisen, 3 Feuersteine, Kolben und ja gut. Und dann halt eine Maschine, halt 4 Eisengitter, nochmal 4 Eisen und so ein Basiskondensator. 4 Goldnuggets, 2 Redstone, Kupfer. Alter, das ist wirklich nicht zum Heulen. Und deswegen braucht man halt Kupfer. Deswegen sind wir auch nochmal auf Höhlentour gegangen. Und danach ist mir halt aufgefallen, ja. Ich wollte zuerst mit Forge ein bisschen rumprogrammieren. Ach, hier haben wir direkt schon Uran. Nice. GG. Würde ich mal sagen. Ich nehme jetzt hier am besten nur die wichtigsten Sachen mit. Also Eisen ist natürlich unglaublich wichtig. Ohne Eisen geht gar nichts, ja. Wir haben gar keine Rüstung, fällt mir gerade ein. Darum könnten wir uns in Zukunft auch nochmal kümmern. So, ich nehme mal die andere Spitzhacke.
Und gehe hier mal so ein bisschen rein. Okay, hier ist jetzt nicht gerade viel, aber wir können ja wieder in die Schlucht gehen. Das sollten wir sogar. War gerade noch ein Bienenkorb. So, ich gehe. Nein! Oh! Scheiße, ich habe zu langsam gewechselt. So, Aluminium, Uran, da sind noch Feuerscherben von Towncraft. Und ihr seht halt, so ist halt ein normales Modpack bei 225 Mods. Richtig, richtig viel Erz. Und das, so sollte es auch sein. Plus nochmal die Mod Dance Ores. Da haut man richtig rein. Und dann nochmal die ganzen Segmills und Pulverizer und Macerators und was es nicht alles gibt. Also, Dustycraft ist hier auch drin. Seht ihr hier, Uranerz. Ist ja alles von Industrialcraft. Lorit ist ja von Big Reactors. Falls ich mir einen Reaktor bauen sollte, dann auf jeden Fall von Big Reactors, einen 3x3-Reaktor wahrscheinlich. Ist gar nicht mal so teuer. Ist verkraftbar. Und verbraucht Uran und Jellurit. Das heißt, er verbraucht beides. Wo in Industrialcraft nicht mit Big Reactors kompatibel ist, obwohl es bei Big Reactors mit Industrialcraft ist. Also es ist ziemlich kompliziert, aber eigentlich einfach zu verstehen. Lol, es ist kompliziert, aber einfach zu verstehen. Ja, nee, ist klar, Gero. Ich hab ja keinen Shit. Was ist das? Incense-Ohr? Okay. Was kann man denn damit machen? Habe ich ja noch nie gesehen. Ach, Magical Drops. Ach so, nee, das ist ziemlich gut. Kann man nämlich Pflanzen anbauen. Pflanzen anbauen, die Erze sind. Du kannst zum Beispiel Eisenpflanzen einbauen. Daraus bekommst du Eisen. Musst natürlich noch verarbeiten. Kriegst du mit diesem Essenzor hier. Dann musst du ja irgendwelche Sachen zusammencraften und dann kannst du so Diamant-Seeds sozusagen machen. Kannst ja auch Diamanten anbauen und so. Und das ist richtig cool. Vielleicht werde ich das später auch nochmal machen. So eine Farm. Aber jetzt erstmal müssen wir uns auf das Farmen konzentrieren und generell in Sachen Rohstoffe mal eine kleine Basis aufbauen. So eine Erzebasis wäre schon ziemlich nice. Ja, also ist übrigens, ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Ab dem 19.11., ach 11., 19.10.2015 habe ich 100 Abonnenten geknackt. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Also das war, es muss ich jetzt ernsthaft sagen, es war mein YouTube-Ziel. Also mein YouTube-Ziel war immer 100 Abonnenten, die dreistellige Zahl. Und jetzt habe ich sie erreicht. Und ich nehme gerade am 22. auf. Die Folge wird wahrscheinlich am 23. online gehen. Ich mache das nämlich sehr aktuell. Ich möchte jetzt nämlich dieses Mal in einem Takt arbeiten. Das heißt, über dieses Wochenende aber, also von dem 23. ist Freitag, aber von 24. bis, das ist ja ein Samstag, bis zum 25. bzw. 26. 10. wird es keine Videos geben. Da bin ich nämlich auf Fahrt, so eine Art Klassenfahrt, halt nur für Konfirmationsfahrt. Genau, Konfirmationsfahrt. Ich werde im Mai 2016 konfirmiert und deswegen machen wir jetzt schon mal eine Fahrt. Und ich bin jetzt hier gar nicht mal so auf Diamanten fokussiert und ich möchte einfach nur so ein bisschen Basiserz finden. Damit wir diese Standardsachen machen, also so Silber, Zinn und hier haben wir ja schon hier Zinn, Aluminium ein bisschen. Silber haben wir noch nicht, Osmiumerz haben wir schon und direkt schon wieder 50 Eisen, so krass. Nein, na, jetzt haben wir die Spitzhacke weggeworfen. So, ganz schnell das Ganze mal wieder sortieren. Und was ist das denn hier eigentlich? Zinnobererz, ne? Damit konnte man eigentlich gar nichts machen, das weiß ich noch. Aus Minecraft Mark, falls das jemand verfolgt hat. Entstanden von Revi und Dena. Die haben das alles organisiert und dann, ich habe halt da Paluten geguckt und Veni, weil die halt die besten sind. Mein Paluten feiere ich schon seit Varo 1, schon seit dem Start von dem gucke ich den. Und ich feiere den richtig heftig, also Respekt für einen Paluten. Und ja, was mit dem? Das mit der Konfirmation nochmal zusammenhängt, ist, dass ein Jahr dauert diese Konfirmation, 14 Mal in die Kirche gehen. Also ich bin Christ übrigens, Evangelium. Und ja, 14 Mal in die Kirche.
im Jahr. Also ich habe jetzt noch bis Mai Zeit. Ich habe jetzt war jetzt schon 7 Mal drin. Also ich will das jetzt alles so schnell wie möglich hinter mich bringen. Sonntag kann ich halt nicht, weil da bin ich auf Konfirmationsfahrt. Das heißt, ich muss nächste Woche gehen. Und die anderen Male alle aus auch. Ach guck mal, hier haben wir schon Silber. Nice. Hatten wir vorher noch nicht, ne? Nee. Ist wahrscheinlich nur so tiefer angelegt. So, wie viel haben wir denn jetzt davon schon? Schon 56. Weak Influence Stone. Okay, wie geht der denn? Nein, nein. Wie geht denn der? Alter, okay, man, du brauchst einen Diamanten oder einen Smaragd. Ja gut, okay, das ist richtig teuer. Und damit kannst du die Regular Essence machen. Dann kannst du die Strong Essence, die Extreme Essence. Dann das Charm of the Wizard. Und mit dieser Extreme Essence kannst du dann irgendwie Erz anpflanzen. Das ist richtig teuer. Du brauchst erstmal richtig viele Rohstoffe. Also du musst erstmal viel reinstecken, um nachher viel rauszubekommen. Das ist halt das ganz große Problem. Guck mal, das gibt's auch hier für Silber. Nice. Sogar 2 Stück direkt daneben. Diese Dense Ores. Und ja, also was ich sagen wollte. Ich führe zu meiner Kirche. Innerhalb eines Jahres. Und das hat natürlich auch noch, wenn man konfirmiert wird, das finde ich einfach richtig cool, weil das ist halt so Tradition und so. Dann bekomme ich mal wahrscheinlich auch ein paar Geschenke. Und diese Geschenke wird wahrscheinlich Geld sein, weil ich werde mir Geld wünschen. Für, ja, ihr habt richtig gehört, Aufrüsten. Aufrüsten des PCs. Wie gesagt, in einem One in the Chamber Video, ich glaube, das war Nischspiele 31 oder so. Ja, habe ich gesagt, ich will aufrüsten. Und das Mainboard war halt schon der Startschuss. Das heißt, ich hole mir einen neuen Prozessor. Ich habe derzeit einen. Ach, das wird hier gar nicht angezeigt, falls sich jemand damit auskennt. Ich habe im Moment einen Intel Core i5 4440. Halt ein i5 reicht fürs Zocken aus, aber für Rendern und so ist das schon ein bisschen so meh. Ja, meh. Zwar 4 Kerne, laufen alle auf 3,1 GHz, habe ich jetzt nicht übertaktet. Der läuft auf Standardtakt. Und ja, das wird halt auch langsam so ein bisschen meh. Also, ich will den jetzt auch nicht übertakten, weil ich habe im Moment einen Kühler, den ich gekauft hatte. Februar habe ich einen PC einmal bekommen. Der ist beim Ausbau des einen Mainboards und dem neuen Mainboards kaputt gegangen, weil es auch nicht so ein hochwertiger Kühler, so 20€ Kühler war das, aber zumindest kein Intel Kühler, also diese Standardkühler da von Intel, die mit dem Prozessor kommen. Und denn deswegen habe ich jetzt wieder so einen Intel Kühler drin, aber den will ich halt auch ersetzen, also einen neuen Kühler für Sockel L50 natürlich, ist ja i5 4000er Reihe, ist ja L50. Dafür werde ich mir dann eine neue CPU holen. Und das wird ein Intel Xeon E3 1231 V3 sein. Also eine Server-CPU. Seht ihr schon hier, Server-CPU? Junge, willst du einen Server aufmachen? Das ist so, der Prozessor ist zu vergleichen mit einem i7 4097. K ist nochmal was ganz anderes, das kann man ja vorher übertakten. Das trifft natürlich nicht zu, denn das ist genau der Nachteil bei Xeon. Du kannst sie nicht übertakten und hat keine integrierte Grafikeinheit. Aber wie ihr wisst, ich habe keine integrierte Grafikeinheit in Verwendung im Moment. Mal war angeblich meine Grafikkarte kaputt, dann sollte ich die irgendwie austauschen, aber in Wirklichkeit war die gar nicht kaputt. Dann habe ich für 2 Tage oder so die integrierte Grafikeinheit benutzt, die gar nicht mal so schlecht ist. Muss ich schon zugeben. Die ist gar nicht mal so schlecht. Also. Nö, ist sie ist ernsthaft nicht. Und so, ich schmeiß sie mal ein bisschen weg. Baumwollensamen, Diorit, Zinnober, Kies. Sortieren das Ganze nochmal. Aluminiumerz. Kannst du eigentlich nicht viel mitmachen, ne? Ach doch, ja, für Galacticraft. Stimmt ja. Ja, und was soll ich mal sagen? Genau, und deswegen, ich verwende die nicht wirklich. Ich habe meine externe Grafikkarte, die im Moment AMD oder beziehungsweise ATI
Radeon R9 270X, also ist eine R9er Karte, ist schon eine richtig gute Karte, hat damals so 160 Euro gekostet, hat 2 GB DDR5 Speicher und die will ich halt auch aufrüsten zu einer GTX 970, beziehungsweise wenn im Mai noch was Neues von Nvidia rauskommt oder von AMD, dann werde ich natürlich auch zugreifen, aber so auf dem Level einer GTX 970. Und ich habe noch von einem Freund eine GTX 470 abgekauft. Die ist von 2010 mit 1 GB Speicher, unterstützt nur DirectX 11.9. Falls jemand davon auskennt, weiß es, worüber ich rede. Die anderen denken schon so, Junge, bist du behindert? Aber ja, es ist wirklich so. Und die möchte ich dann im SLI betreiben, beziehungsweise im Physics benutzen. Das heißt, ich hole mir dann eine GeForce GTX 980, ich bin noch nicht behindert. so viel Geld würde ich dann auch nicht bekommen. Weil ich meine, 100 Euro für 10% mehr Leistung im Gegensatz der 970 ist schon eher meh. Ja, eher meh. Und ja. Also, dann kommt eine GTX 970 und eine GTX 470 in den Physics-Beschleuniger rein. Die übernimmt dann die Physics, falls hier eine Karte, also falls ein Spiel das unterstützt. Minecraft zum Beispiel jetzt nicht. Zum Beispiel im SLI oder im Crossfire-Betrieb unterstützen sie auch nicht. Also zwei Grafikkarten im SLI oder Crossfire unterstützt Minecraft nicht. Die benutzt nur eine Karte, genauso wie im Physics. Es gibt zwar aber in Zukunft immer mehr Spiele, die SLI, Crossfire und Physics unterstützen. Und zur Beantwortung, was Physics eigentlich ist. Physics ist, wenn eine Hauptkarte, zum Beispiel die GTX 970, ist sehr, sehr stark, kostet 300 Euro auf dem Markt. Die kann schon echt gut mithalten mit den derzeitigen Games und Grafik. Die ist die Hauptkarte. Die ist dafür zuständig, die ganzen Frame-Berechnungen und was weiß ich alles. So, falls es jetzt ein Spiel gibt, die Physics unterstützt, dann kommt eine zweite oder mehrere Karten, schlechtere Karten, von demselben Hersteller dazu. Das heißt, du kannst keine AMD-Karte im Physics mit einer Nvidia-Karte benutzen. Das geht nicht. Du musst von demselben Hersteller. Meistens ist es von Nvidia. Ich glaube, AMD unterstützt Physics gar nicht. Also macht sowas gar nicht. Wir sind schon fast unter der Oberfläche. Ich schwimme immer mal nach oben. Dann beenden wir nochmal die Folge. Ja, wie gesagt, dann übernimmt dann die zweite Grafikkarte weniger leistungshungrige Sachen. Zum Beispiel die Frame-Berechnung selbst. Die übernimmt dann. Lol, ich habe Kopf abgebaut. Die übernimmt dann die zweite Karte, die nicht so gut ist. Aber dann kriegst du halt noch ein bisschen Leistungsschub. Und die sind sogar Gummibäume von Industrial Craft. Nice. Aber das brauchen wir ja gar nicht. Hier ist sogar noch eine Schlucht. Oder nee, es ist nur eine Wand. Okay, also das war's mit dem Video. Jetzt habt ihr so ein bisschen gehört, was ich mir holen will. Also ein Intel Xeon E3 1231V3. Und hier ist ein Golem. Nice, den töte ich nochmal ganz schnell. Kommt schon, geht down. Kommt schon, sterbt. Na? Wo ist eine andere? Ich habe noch ein Steinschwert, Alter. Okay. Komm schon. Get down. Los. Nice. Okay. Ja. Also, das war's mit dem Video. Also noch eine GTX 970 und GTX 470 in der Physics. Ja, im Moment habe ich nämlich eine Radeon R9 270X und wie ihr seht, das ist jetzt nicht so gerade ausreichend. Also, ihr habt schon gerade gesehen, da fing es schon manchmal an zu ruckeln. Das ist übrigens die Schlucht von gerade. Und ja, dann verabschiede ich mich von hier. Ich baue mich schnell ganz einfach ein, damit wir in der nächsten Folge einfach direkt weitermachen können. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi!